Er hat sich selbst gerne einen Possenreißer mit Grütze im Kopf genannt. Das Komiker-Urgestein Fips Asmussen. Am 9. August starb der Alleinunterhalter im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus, wie seine Lebensgefährtin der deutschen Presseagentur mitteilte. Die Bild-Zeitung berichtete, Asmussen sei erst 3 Tage zuvor wegen einer Krebserkrankung eingeliefert worden und dieser erlegen. Asmussen, der mit bürgerlichem Namen Rainer Pries hieß, wurde ab den 70er Jahren bekannt mit Shows, in denen er meist leicht zugängliche Witze zum Besten gab. Er verkaufte Millionen Tonträger. Sein Markenzeichen waren seine kleinen Locken und eine gestreifte Weste. Asmussen kannte keinen Ruhestand. Ab September wollte er eigentlich wieder deutschlandweit auftreten.